75 Jahren, 1920 hat dieses erste Derby in einem steirischen Rahmen stattgefunden. Bis jetzt also 150 Spiele, 59 Sturmsiege, 40 Unentschieden, 51 Mal hat der GAK gewonnen. Also Sturm leichter Favorit in diesem Spiel. Gute Stimmung auf den Rängen und unter den Zuschauern auch ein ganz berühmter, aber begeisterter Fußballfan, den kennen Sie, Tennis-Idol Thomas Muster. Und Thomas Muster unterhielt sich vor dem Spiel bereits mit Sturmpräsident Gadi. Tolle Stimmung also in der Kurve und man sieht, wie wichtig gerade so ein Derby wieder für Fußball Graz ist. Die Kurven platzt aus den Nähten und auch die Fans hatten sich diesmal etwas einfallen lassen, was man selten sieht. Fahnenschwinger, Kartons, Fahnen, Feuer, alles, was dein Herz begehrt. Ein richtiges Fußballfest in Graz und dazu zwar kaltes, windiges, aber schönes Herbstwetter zum Unterschied zum übrigen Österreich. Und wer nicht das Glück hatte, eine der knapp 11.000 Karten zu bekommen, der suchte sich einen Platz im Umkreis des Sturmplatzes und wenn, dann manchmal in schwindelerregender Höhe, nämlich auf dem Dach des angrenzenden Hochhauses. Ja, und was denkt Thomas Muster zum Derby, der Fußballfan Muster? Und eigentlich aus meiner Jugendzeit vom Fußballspielen her, dass ich eigentlich immer eher zu Sturm tendiert habe. Und ein guter Freund von mir, Dr. Paulitsch, früher Sturmtrainer war und daher die Beziehung herrscht jetzt dabei. Ich muss sagen, ich will überhaupt keinen GAK-Fan verärgern. Ich glaube, jeder hat seine Fans und letztendlich möchte ich eigentlich da ein gutes Match sehen und deswegen bin ich hergekommen. Aber ich würde sagen, vielleicht 2-1 für Sturm wären wir eigentlich schon recht als Sturmanhänger. Aber wie gesagt, also ich bin da nicht so aggressiv, wie vielleicht manche Fans sind, aber mir geht es hauptsächlich um ein gutes Fußballmatch und das kann man sich, glaube ich, erwarten, wenn Zweiter gegen Dritter spielt. Und dann ging's los. Der GAK in den dunklen roten Dressen wieder mit Gerfried Sabitzer. Sturm hat ja eine Rechnung noch offen, denn das erste Derby in dieser Saison endete ja mit einem 3:2-Sieg des GAK auf dem GAK-Platz. Und der GAK beginnt mit viel Druck und ist vor allem bei Eckbällen immer gefährlich. Immerhin hat die Mannschaft, und das ist interessant aus der Statistik, aus 4 Eckballsituationen schon Treffer in dieser Meisterschaft erzielt. Gerfried Sabitzer also wieder fit, der Eckball von Ramusch. Und die erste Möglichkeit für den GAK gleich nach Anpfiff dieses Spieles. Und der GAK will sich auf dem Sturmplatz überhaupt nicht zurückdrängen lassen. Fightet mit, ein offenes, ein schnelles Spiel entwickelt sich schon in der Anfangsphase. Genau nach dem Geschmack des Publikums. Immer wieder der unermüdliche und trippelstarke und schnelle Ramusch. Nächste Möglichkeit und Roland Gurio. Der frühere GAK-Spieler seit Jahren jetzt im Tor von Sturm. Auch hier die Wiederholung dieses guten Schusses, aber direkt auf den Tormann und der fängt hier bombensicher. Schön langsam kommt dann auch die Angriffsmaschinerie von Sturm auf Touren. Aber der GAK von Trainer Tomale hervorragend eingestellt hat ein relativ erfolgreiches System in der Anfangsphase. Vor allem die gefährliche rechte Seite von Sturm mit Schopp und Grassler, die wird relativ gut neutralisiert durch Tschech und Ammerhauser. Und dann nimmt man natürlich Sturm viel von der Gefährlichkeit. Sisa und Rajkovic decken die Spitzen, Haas und Vastic, Wettel sehr beweglich aus dem Mittelfeld mit großem Aktionsradius. Auf der anderen Seite Melich gegen Blitzenetz, Prilasnik und Alma. Ja, er genießt hier nicht die Sonne, sie blendet ihn, den Trainer Osim, während man sonst glücklich sein konnte im Vergleich zum übrigen Österreich, heute hier noch so wunderbares Herbstwetter zu erleben. Offenes, schnelles Spiel. Schiedsrichter Stucklig versucht, dieses Spiel auch laufen zu lassen, ist nicht kleinlich in seinen Entscheidungen. Und hier fordern die Sturmspieler und die Fans Elfmeter nach diesem Foul, wie die Fans geglaubt haben. Wir zeigen Ihnen später die Lupe, aber das Spiel geht so schnell weiter, dass wir natürlich den Konter des GAK hier jetzt mitnehmen. Und Ramusch knallt hier drüber. Und hier jetzt, ja, aufgestützt war es schon. Aufgestützt war es in jedem Fall, aber Schiedsrichter Stucklig wollte hier in der Anfangsphase nicht pfeifen. Dann ein Schuss und im Tor ist der Ball nach 13 Minuten, völlig überraschend dann. Ivica Vastic, der hat das ganz geschickt gemacht.
ist von der Seite hineingelaufen, hat dann Maß genommen und hat nach langer, sozusagen künstlerischer Pause, denn er hat ja seit August kein Meisterschaftstor mehr erzielt, wieder getroffen. Sein sechstes Tor und Riesenjubel jetzt auf den Rängen. Vastic. Und vor allem springt der Ball auf und über seine Hände drüber. Da hat er Pech gehabt, der GAK-Tormann, bei diesem wuchtigen Schuss von Ivica Vastic. 1:0 also nach einer knappen Viertelstunde. Viel Besseres hätte dem Spiel nicht passieren können, als wie ein schnelles Tor. Rajkovic und schon postwendender Ausgleich. Der Mandecker ist einmal mit nach vorne gegangen und Rajkovic erzielt den Ausgleich nach Zuspiel von Vukovic, den wir hier noch im Bild haben, und hier die GAK-Fans, die sich auch mächtig freuen über diesen Treffer, der für den GAK natürlich auch richtig gekommen ist. Gleich nachdem Sturm begonnen hat, das Spiel zu kontrollieren, der Ausgleich durch Rajkovic. 1:1, also zwei schnelle Tore, und schauen Sie sich diese Begeisterung an. Dann aber bekommt Sturm langsam, aber relativ langsam, das Spiel doch mehr unter Kontrolle. Mittel. Und Alma. Flanke von Prilasnik, aber zu direkt auf das Tor, und Franz Alma hatte ja keine Probleme. Nächste Chance für Schopp. Das war jetzt die beste bislang, aber er scheitert an Tormann Alma. Aber das Spiel bleibt nach wie vor schnell, offen und so richtig nach dem Geschmack des Publikums. Aber Sturm wirkt jetzt in dieser Phase physisch stärker. Und jetzt können sich Schopp und Grassl auch besser von ihren Gegenspielern lösen, und Eckball. Nationalspieler Markus Schopp in der Anfangsphase, also von Tschech und von Ammerhauser, sehr gut kontrolliert. Nervös Hans-Ulrich Thomale, verständlich, so ein Derby, das zehrt natürlich auch an den Nerven der Trainer. Aber er hat seine Mannschaft sehr, sehr gut eingestellt. Dem. Sabitzer. Und harte, packende Zweikämpfe, sehr wenig Fouls in einem von beiden Seiten überaus fair geführten Spiel, bei dem auch der Schiedsrichter wirklich das Seine dazu beitrug, dass dieses Spiel ein Spiel wurde, nicht zerhackt und zerpfiffen war, sondern sehr dynamisch und schnell. Ramusch. Und wieder eine Möglichkeit für den GAK. Völlig überraschend. Sturmabwehr hat ein bisschen gepatzt, aber auch der Sabitzer hat diese Möglichkeit nicht richtig ausnutzen können. Und dann eines der wenigen Fouls, eher unnotwendig, dafür sieht Schopp auch die gelbe Karte, kam von hinten, und das ist international ganz eindeutig gelb. Gelb für Markus Schopp. Hier jetzt die Reklamation des GAKs bei einem Hands von Schopp, aber er wurde bei dieser Szene, wie man gesehen hat, von einem Mitspieler angeschossen. Auch hier zu Recht kein Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Stuck. Posch. Wettel. Melich. Haas. Und doch um circa 2 Meter am Tor vorbei. Mario Haas, viele wichtige Tore hat er für Sturm in der Meisterschaft bereits erzielt. Wieder Melich. Wieder Haas, links läuft sich Vastic frei, wird auch angespielt. Ivica Vastic, aber diesmal verzieht er den Ball doch weit am Tor vorbei. Das war die letzte Chance in der ersten Spielhälfte. Pausenstand in Graz in einem hochklassigen, spannenden und interessanten Derby. 1:1. Nach Seitenwechsel beginnt Sturm wie aus der Pistole geschossen, und innerhalb weniger Minuten viele Tormöglichkeiten. Mario Posch hier mit der ersten Chance. Aber Franz Almer bei diesem Weitschuss von Posch gut reagierend zur Ecke. Jetzt die stärkste Phase von Sturm in diesem Spiel. Mit neuem Elan und neuem Schwung herausgekommen. Nächste Möglichkeit, Vastic, aber der Schuss nicht scharf genug.
Da hat er noch Zeit für ein kleines Spielchen. Der Franz Almer entspannt sich damit ein bisschen und lenkt damit auch die Nervosität ebenso geschickt ab wie diesen Ball zur Ecke. Und wieder Sturm. Schopp, jetzt spielt er so wie wenn Kennern, herrlich aufgespielt zu Haas und mein Gott, so eine Chance auszulassen. Aber das ist eben auch Fußball. Da weiß er, was er hier für eine Chance ausgelassen hat, der Mario Haas. Herrlicher Pass von Schopp in den freien Raum. Und knapp am Tor vorbei, streift noch den Außenpfosten. Der GAK jetzt schon wesentlich seltener vor dem Sturmtor. In der Zwischenzeit Butzer eingewechselt. Später kommt dann auch noch Steinbauer. Prilasnik. Wettel. Aber das Spiel macht in dieser Phase eindeutig Sturm. GAK hat sich auch wesentlich weiter zurückgezogen. Kommt jetzt aus der eigenen Hälfte nur noch selten heraus. Einwurf. Schopp mit viel Dynamik jetzt auf der rechten Seite. Aber Ammerhauser spielt ein gutes Spiel gegen Schopp. Grassler. Prilasnik. Patenthaken. Vorbei am Gegner. Noch immer Prilasnik. Zu Haas und er lässt den nächsten Sitz aus. Aus 5 Metern schafft er es, den Ball noch gut 5 Meter über das Tor zu heben. Prilasnik, herrlich zur Mitte gespielt und Haas fährt unter den Ball und zieht ihn weit über das Tor. Dann wechselt auch Tomale seinen dritten möglichen Mann und er bringt jetzt Wieger ins Spiel. Wieger für Sabitzer. Butzer. Wieder Prilasnik. Wettel. Grassler. Wettel. Und dann legt er sich den Ball ein bisschen zu weit vor und Franz Almer ist schnell. Klare Überlegenheit in dieser Phase im 151. Derby für Sturm, aber es steht nach wie vor 1:1. Und langsam kommt der GAK auch wieder zu Möglichkeiten. Ammerhauser. Und Eckball. Martin Ammerhauser, der ja von Salzburg gekommen ist und in den letzten Wochen ganz starke Leistungen beim GAK geboten hat. GAK-Fans sichtlich zufrieden. Eckball, Ammerhauser und wieder diese gut angeschnittenen Eckbälle und der Kopfball knapp am Tor vorbei. Wieger, der knapp vorher eingewechselt wurde mit seiner ersten Möglichkeit. Hier der Kopfball. Am Tor vorbei. Dann wieder Sturm. Und Vastić. Ja, und so lebt auch der Präsident mit bei so einem Derby. Und guter Schuss jetzt für den GAK von Kurtem, leicht abgefälscht noch, aber Roland Gurio war auf dem Posten. Da war ein bisschen Glück dabei, denn Sie werden es gleich sehen, der Ball wird beim Schuss noch etwas abgefälscht hier, aber zum Glück für Gurio nicht allzu weit. Und er freut sich, GAK-Präsident Harald Fischl. Kann mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Und dann eine fatale Situation in der 81. Minute. Ein weiter Pass auf Wieger. Zusammenstoß mit Tormann Goriup. Man hörte es krachen im gesamten Sturmplatzareal und der Pechvogel ist aber nicht Wieger, dem man später Vorwürfe macht, dass er hier nicht zurückgezogen hat. Er trifft voll das Schienbein von Roland Goriup und mit einem Schienbeinbruch muss Roland Goriup aus dem Spiel und da gibt es die Bundesliga-Premiere für Heinz Arzberger, den Ersatztormann bei Sturm für die letzten 9 Minuten und der große Pechvogel des Abends. Dass so ein tolles Derby war bis dieser 81. Minute, ist Roland Gurio. Es gab heftige Vorwürfe später noch, aber Wieger hatte eine Chance. Man hat es in der Lupe gesehen, es war ein langer, weiter Pass, aber dann dieses Verhängnis mit dem Zusammenstoß. Dann die Flanke auf Arzberger, einmal unsicher, danach gefasst
Damit bleibt es in Graz im 151. Derby beim Unentschieden 1:1, aber bei Sturm konnte sich keiner so wirklich nachher freuen. Ganz kurz einen Satz, Herr Osim, was schmerzt mehr, ein verlorener Punkt oder der Verlust des Torhüters? Muss man noch sehen, was ist los mit Roland, und dann kann man etwas mehr sagen. Aber möglicherweise Schienbeinbruch. Das kann ich nicht noch glauben, aber das wäre dann Unglück, wenn das ist wahr. Das ist schade, weil der Schiedsrichter muss früher reagieren. Das ist schade, aber ich hoffe, das ist nicht so schwer, aber wenn das ist das wahr, dann ist es wirklich schade. Gut, das wäre natürlich sehr bitter, wenn der Sportfreund Gurjuk das Bein gebrochen hätte, das ist sehr bedauerlich, aber ich glaube, der Sportfreund Wieger, so aus meiner Situation zumindest, kann man nicht unbedingt den Vorwurf machen, dass er ihn vorsätzlich verletzt hat. Das war ein Zweikampf, wie er im Fußball passiert, aber sehr, sehr bedauerlich, wenn das so eingetreten ist, und ich würde ihm von hier aus sehr gute Besserung wünschen. Ja, auch von unserer Stelle, Sportfreund Tomali hat da sicherlich recht. Sturm GRK 1:1, richtiger Tipp. X und nach Robert Seger hat nun mein Kollege in Graz, Gerald Zaubach, eine kleine Gesprächsrunde zusammengestellt. Noch einmal zu diesem Spiel. 1:1, ein dem Spielverlauf sicher gerechtes Unentschieden, aber es kann doch nur einen geben, der damit zufrieden ist, wahrscheinlich Kurt Emm vom GRK. Ja, wir sind sicher zufrieden, wir sind dahergekommen, um nicht zu verlieren, und dieses Ziel haben wir erreicht. Punkte verloren? Ja, also meiner Meinung schon, also wir haben Möglichkeiten gehabt, besonders der Mario, der Haas, hat zwei hundertprozentig ausgelassen, und deswegen bin ich sicher unzufrieden mit dem 1:1. Aber was soll man machen? Wir haben es nicht gemacht, das zweite, und deswegen haben wir nur einen Punkt geholt, aber es geht weiter. Das taktische Konzept ist vorerst beim GRK aufgegangen, vor allem in den ersten Minuten und dann mit dem schnellen Ausgleichstor. Dann ist das Spiel ein bisschen eingeschlafen, aber in der zweiten Hälfte dann ein sehr gutes Spiel. Resümierend, die Taktik optimal, und wäre eigentlich ein Sieg drinnen gewesen? Ja, ich glaube auch, dass unsere Taktik richtig war. Wir haben defensiv begonnen, auf Konter gespielt, und Sturm tut sich bekanntlich gegen defensiv eingestellte Gegner sehr schwer, und das hat sich heute auch wieder gezeigt. War es das, was schwer war? Ja, sicher. Sie haben, das stimmt schon, was der Kurt gesagt hat, sie haben sehr defensiv begonnen, aber nur, wir waren am Anfang sehr nervös, und man hat ganz gegen bei jeder Aktion, wir waren in den Zweikämpfen nicht hundertprozentig dabei, und das war ein Ausschlag eben in der ersten Halbzeit, dass wir nicht richtig ins Spiel gefunden haben. Aber wir haben weiter versucht, das Spiel zu machen. Wir haben mehr Räume gehabt in der zweiten Halbzeit, aber wir haben es nicht nützen können. Obwohl wir die Chancen gehabt haben. Natürlich, die haben auch nicht genützt. Deswegen ist das 1:1 zustande gekommen. Woher kam diese Nervosität? Vielleicht ein bisschen auch der Druck, denn der letzte Sturmsieg datiert aus dem Jahr 1989. Vielleicht ist es das auch, die Zuschauer. Die Zuschauer fordern einen Sieg immer in der Gruppe, und das ist klar, die wollen immer, dass wir gewinnen, und das ist sicher ein Druck auf. Wir haben uns selber den Druck aufgelegt, dass wir heute unbedingt gewinnen müssen, und vielleicht war das ausschlaggebend, dass wir so nervös begonnen haben. Kurdem war beim letzten Sturmsieg damals noch Torschütze bei Sturm. Wie sehen Sie, dass das Sturm ein bisschen Angst hat vor dem GRK? Ja, es war sicherlich so, wir haben das erste Derby gewonnen, und Sturm war in der Favoritenrolle, ist auch in der Tabelle vor uns, und deshalb war für Sturm sicher die Ausgangsposition in der Hinsicht ein wenig schwieriger als für uns. Oder kämpft man vielleicht besonders, da eben Sturm Vizemeister ist, Zweiter in der Tabelle, und der GRK als Aufsteiger sich eben besonders im Derby hier etablieren möchte? Ja, ich glaube, wir gehen also in jedes Spiel mit dieser Einstellung, dass wir kämpfen und dass wir im Mittelfeld sehr aggressiv spielen. Natürlich ist ein Derby immer etwas Besonderes und von der Brisanz her über den anderen Spielen, aber im Grunde genommen ist das unser Spiel, aggressiv im Mittelfeld zu spielen. An und für sich ganz wichtig, dass überall in Österreich gut gespielt wird. Jetzt in Graz, Tirol wieder mit einem Auswärtssieg. Ja, und da sind wir eigentlich schon ein bisschen beim Bilanzmachen, und unsere heutige Rundenbilanz, die kann nur nach den Vorkommnissen am Donnerstag ein bisschen in grün-weiß gehalten sein.